hier schon wieder am Flughafen und wir fliegen heute in den Sommerurlaub. Ich freue mich so. Und zwar geht's nach Antalya in die Türkei. Ach, es ist schön, wir sind jetzt hier bei Maggie as always und gönnen uns Frühstück, Brunch, whatever. Es ist, glaube ich, schon 11:30 und schaut euch mal diesen riesen Kaffee an. Cheers. Der ist echt groß. McDonald's Kaffee ist echt underrated. McCaffee ist echt ganz nice. Das werden wir jetzt erstmal essen und dann geht's auch schon. Wir sind jetzt im Flugzeug und wir wussten einfach nicht, was gibt es hier Nices, Monique. Und zwar, ich zeig's euch. Richtig cool, es gibt voll die aktuellen Filme. Hier zum Beispiel einfach West Side Story, der neue Spider-Man und auch der neue Kingsman. Ja, ich auch. Ich dachte immer, dass nur die großen A380, weil bis jetzt, wenn wir mit dem A380 geflogen sind nach Dubai, nur dann hatten wir ein Bildschirm und Fernseher und konnten spielen und Filme schauen und jetzt einfach auch schon, also kleineren Fliegern, weil das ist, keine Ahnung, ein anderer. Und der ist deutlich kleiner, aber trotzdem kann man hier Filme schauen. Mit Bildschirm. Richtig nice. Monika, du gibst ihm Schwung, dass er wegfährt. Wir sind nach wie viel? Okay, nach Ewigkeit erstmal wieder erst angekommen. Und wir waren hier schon mal vor ein paar Jahren. Ewigkeit, mehr richtige Kinder. Da waren die noch Kinder. Da waren wir so jung. Es ist schon der nächste Tag. Es ist einfach schon unser erster voller Tag heute hier. Gestern habe ich mich nicht mehr gemeldet, denn es war ein bisschen chaotisch. Wir sind angekommen, sehr spät, um 9 Uhr oder so erst. Und dann sind wir sofort zum Essen gelaufen, weil wir hatten so einen Hunger und dann war das Buffet einfach schon zu. Aber netterweise hat uns so ein Kellner noch was zusammengestellt von den Resten, die sie schon alle in der Küche hatten. Und dann haben wir eigentlich noch an der Poolbar gechillt und was Nices getrunken, denn it's all inclusive, so. Wir können so viel trinken, wie wir wollen. Das ist sehr gut für mich, denn ich trinke so, so viel. Auf alle Fälle sind wir dann noch schlafen gegangen. Und wir haben eigentlich ein richtig nices Zimmer. Ich habe euch auch schon mal die Aussicht gefilmt, was ihr davor gesehen habt. Aber wir werden jetzt nach dem Frühstück Zimmer wechseln, denn wir haben den Lüftungsschacht oder die Klima vom ganzen Hotel direkt nebenan, weil wir so alleine auf dem Dach sind sozusagen und es ist so laut in der Nacht, dass meine Eltern gar nicht schlafen konnten und wir werden nach dem Frühstückzimmer wechseln. Da zeige ich euch dann auch unser neues, nices Zimmer. Aber jetzt gibt es erstmal was Leckeres zum Frühstücken und ich trage, by the way, meine neuen Bikini von Calzedonia, den ich mir letztens gekauft habe und es ist richtig hot draußen. Wir sind jetzt schon am Pool und haben uns gegönnt. Wir matchen heute voll mit dem Outfit. Und die Getränke matchen auch. Und die Armbändchen matchen auch. Wir haben Armbänder bekommen. Das ist das, worauf sich Monique ja am meisten gefreut hat. Und das Frühstück war eine 10 von 10. Und jetzt tschüss auf einen nicen Urlaub. This glow. Oh, wir haben die Abendsonne, die in unser Zimmer scheint. Auf alle Fälle haben wir jetzt schon Zimmer gewechselt. Ich filme das Zimmer natürlich auch noch, wie nice das einfach aussieht.
Aber jetzt gerade nicht, denn das ist ein bisschen ein Chaos. Vielleicht morgen, nachdem die Putzfrau da war. Und wir gehen jetzt gleich was zu Abendessen. Ich habe gerade noch ein Video für eine Kooperation abgefilmt. Und ich habe dann dieses Golden Hour Light entdeckt. Und ich musste jetzt einfach dann filmen. Ich würde ja gerne die ganze Zeit euch alles erzählen, aber ich habe Angst, dass ich gerade Copyright werde, weil die ganze Zeit im Hintergrund hier richtig laut Musik läuft. Man hört es, glaube ich, auch. Aber ich habe echt keinen Bock, deswegen irgendwie gesperrt zu werden auf YouTube. Auf alle Fälle schwimmen wir jetzt am Pool und ich werde mich jetzt eincremen mit der besten Sonnencreme, die es gibt. Ladiwal ist gut für empfindliche Haut. Und heute um 11 Uhr ist eine Schaumparty hier. Die bauen schon richtig auf die Sachen. Richtig fancy Sachen werde ich gleich auch natürlich filmen. Aber erstmal wird ein Pepsi gegönnt. Ich bin irgendwie, zurzeit habe ich so eine Cola-Pepsi-Addiction, aber die haben hier nur Pepsi und kein Cola. Also chill. Wir waren jetzt gerade beim Essen und hat's gemundet. Also beim Mittagessen. Was ist denn? Der Papa. Was hat er denn gemacht? Also. Und wir haben lecker gegessen, gell? Sehr gut. Übrigens erinnere ich mich im Urlaub, ich bin gar nicht Fisch und Thunfisch gegessen. Ready for dinner. Ich stehe hier im Gang. Da hinten ist unser Zimmer. Und ich zeige euch mal kurz mein Outfit of the Night. Mein Outfit of the Night ist mein neuer Rock aus Barcelona von Brandy Melville. Ein klassisches weißes Top und einfach ein Pulli umgeworfen. Denn es ist manchmal sehr kühl mit der Klima. Und neue Schuhe bzw. Schlapfen. Ich finde die so nice. Und meine neue Kette von Brandy. Noch in der Bar und ich habe eine neue Obsession und zwar Apple Tea. Der ist echt nice, aber noch heiß und es hat sich gereimt. Yum. Another day, another sexy Friese for me. Spaß, die Sonne ist eben so grell gerade, dass ich meine Augen nicht richtig aufmachen kann. Auf alle Fälle ist jetzt, glaube ich, kurz nach 9. Wir gehen jetzt was Leckeres frühstücken und schaut euch mal einfach diese nice Aussicht an von unserem Balkon. Einfach wow, wir sind auch ganz oben. Das ist richtig cool. Da haben wir die Aussicht über alles und da hinten, auf der Seite, sind einfach Berge. Wir haben Beach und Berge. Outfit check. Ich sehe immer aus wie der letzte Gammler, wenn wir in der Früh frühstücken gehen und Mittagessen gehen. Denn, keine Ahnung, ich trage eh nur drunter ein Bikini und ich ziehe dann immer meistens so Oversized T-Shirts an. Ich gebe mir jetzt erstmal einen Kaffee mit meiner Sojamilch, die ich von zu Hause mitgenommen habe. Denn sie haben hier leider keine vegane Milch, also ich habe keine gesehen. Und natürlich die Barbenhonig. Also die haben mir einfach
warmen Honig. Wie krass ist das? Einfach so, man kann das nehmen, das ist zwar so mit Wachs, und dann kann man das einfach so abflecken. Geil. Das schmeckt deutlich besser, dieser Honig, wirklich. Das ist dieser Squetch-Honig da, nichts dagegen. Unser Tag hier besteht eigentlich immer nur aus Essen, Schwitzen, weil wir in der Sonne liegen, Kaffee trinken, schwimmen, ans Meer gehen. It's always the same, aber wir lieben es, gell? Macht Spaß so. Genau. Ein Lifestyle zu leben ist einfach nur entspannen, Kaffee trinken, Pizza essen, genau. Und chillen. Das All-Inclusive-Angebot kommt mir und meiner Kaffeesucht ganz gelegen. Denn ich trinke gefühlt 10 Tassen von diesen am Tag. Aber ganz ehrlich, wie mini ist das? Meine Tasse ist dreifach so groß. Und der ist auch gar nicht so stark, der Kaffee hier. Aber gar nicht so schlecht. Das Licht ist gerade gar nicht gut hier. Aber ich mache mich jetzt fertig. Denn es geht ja gleich zum Abendessen. Ich sehe endlich mal ein bisschen normal aus. Meine Haare sind noch nass. Und während meine Haare jetzt unterm Handtuch trocknen, mache ich mich ein bisschen ready. Der Vorteil ist, wenn man im Sommerurlaub ist, dass man ein bisschen Bräune bekommt und dadurch trage ich nie Make-up. Alles, was ich mache, einfach nur meine Augenbrauen und meine Wimpern. Übrigens, ich glaube, ich habe es schon am Anfang gesagt, als wir hier angekommen sind, aber wir sind im Alba Queen Hotel in der Türkei. Das ist in Manavgat oder so, in der Nähe von Side. Wir sind auf alle Fälle in Antalya gelandet und eine Stunde mit dem Bus gefahren. Wir sind in diesem Hotel zum 5. Mal und sind einfach immer noch begeistert. Wir waren das letzte Mal einfach, ich glaube, 2013 oder so hier. Ja, weil, oder 2012, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, eins von den beiden Jahren waren es. Und wir sind einfach immer noch komplett begeistert. Wenn ich zurückgedacht habe an meine Kindheit oder zurück an meine Kindheit denke, dann denke ich an diesen wunderschönen Urlaub. Wenn ich sage, die schönsten Urlaube hatte ich immer hier. Und er ist auch so schön bis jetzt, der Urlaub. Und ja, es ist einfach so schön, wieder hier zu sein. Ich könnte mir keinen schöneren Urlaub vorstellen. Es ist pure Nostalgie, einfach wieder hier zu sein. Ich meine, wenn man das letzte Mal vor 8-9 Jahren hier war, das ist so einfach, es ist so nice. Ich feiere es richtig. Ich bin so froh, dass wir hergeflogen sind. Auf alle Fälle denke ich, dass ich heute Abend den Vlog beenden werde und einen zweiten Teil rausmachen werde. Sonst wird das Video zu lang. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr kurze Videos, so maximal 15 Minuten Videos, oder ob ihr lieber längere Vlogs bevorzugt, so 20 Minuten oder sowas. Golden Hour ist wieder am Start. Ich mache mir jetzt ready und dann geben wir auch schon was Leckeres fooden. Nach dem Abendessen eigentlich nur noch im Hotel und haben gechillt an der Lobbybar, haben was getrunken. Jetzt ist auch schon wieder richtig spät und wir gehen jetzt gleich schlafen. Das ist Part 1 gewesen von unserem Türkei-Urlaubsvlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und noch ein Abo. Darüber würde ich mich wirklich richtig freuen. Und jetzt gehe ich schlafen, denn ich bin tired. Peace out.